Moin Moin meine Freunde, der lang ersehnte Rank-Modus in Squadbusters könnte uns bald schon erreichen. Alles was du darüber wissen musst und meine persönliche Meinung erfährst du in diesem Video. Und wenn dir mein Squadbusters-Content gefällt und du keine News mehr verpassen willst, dann zeig mir das doch gerne mit einem Abo auf meinem Kanal und unterstütz mich doch auch gerne mit meinem Creator-Code Psy im Shop. In meinem letzten Video haben wir bereits ausführlich über die ganzen Modi gesprochen, die wir bald schon in Squadbusters bekommen könnten, wie zum Beispiel den Duo-Modus oder auch den Rank-Mode. Und dieser Rank-Mode, der wird immer wahrscheinlicher und könnte wirklich bald schon bei uns in der Version hinzugefügt werden. Darauf deutet nämlich einiges hin, denn es gab ihn ja schon mal in der Beta-Version, da hatte man so einen kleinen Button mit so einem Bronze-Symbol und das war dann der Rank-Modus, der allerdings gelockt war. Also man konnte ihn nicht testen, er war aber schon im Spiel enthalten. Nun wird er allerdings offiziell getestet, das allerdings nicht in unserer Version und auch nicht in irgendeiner Beta, sondern in der chinesischen Version von Squadbusters. Dort gibt es nämlich auch ein Modus-Auswahlmenü, allerdings sieht das anders aus als das, was wir bald bekommen werden. Das ist viel kleiner gehalten, das was wir kriegen ist umfangreicher. Deswegen heißt es nicht unbedingt, nur weil die chinesische Version schon manche Sachen mehr hat, dass die generell fortgeschrittener sind. Dafür haben die andere Sachen weniger, die wir halt bald bekommen. Das gleicht sich ein bisschen aus. Ich glaube, wir testen ein bisschen für China mit und China testet ein bisschen für uns mit. Auf jeden Fall kann man da in diesem Modusmenü auswählen zwischen Normal Game und Ranked und zwischen 5 gegen 5 Modus und Solo Modus. Also dem Modus, den wir jetzt gerade spielen. Neben dieser Auswahl wird uns dann unser Rang angezeigt und logischerweise kann man dann im Ranked Modus nur gegen Leute antreten, die denselben Rang haben wie man selber. Viele von euch fragen sich jetzt bestimmt erstmal, wie 5 gegen 5 Modus, sowas gibt's in China? Ja, gibt's schon ein bisschen länger, gibt's schon seit mehreren Monaten. Habe ich aber auch schon mal ein eigenes Video zu gemacht, blende ich euch hier oben ein, könnt ihr euch ja danach reinziehen. Das Prinzip kann ich trotzdem kurz anschneiden. Letztendlich ist es der gleiche Modus wie auch der Solo-Modus, nur dass du halt in Fünfer-Teams gegen ein anderes Fünfer-Team antrittst und deine Teamkameraden nicht busten kannst. Trotz allem müssen wir ganz normal Gems sammeln, nur dass die dann halt am Ende zusammengezählt werden. Kommen wir aber mal wieder zum Thema Ranked-Modus. Dort in der Version, wenn du eine Ranked-Runde spielst, spielst du ganz normal die Runde runter, so wie es bei uns auch der Fall ist und am Ende bekommst du Trophäen, also auch wie bei uns. Der Unterschied ist nur, dass du halt, wie gerade schon gesagt, nur gegen Spieler antrittst, die den gleichen Rang haben wie du auch. Und dass du für eine gewisse Anzahl an Trophäen einen Stern erhältst. Und diese musst du dann sammeln. Mit diesen Sternen steigst du dann im Rang auf und der Rang wird dann zusammen mit deinen Trophäen im Leaderboard angezeigt. Das bedeutet also für uns, dass durch den Ranked-Modus das Leaderboard endlich fairer wird. Denn bisher ist es ja so, der Erste, der ins Leaderboard kommt, kommt natürlich auch am schnellsten weiter, weil er fast nur Bot-Lobbys bekommt, zumindest in der ersten Woche. Also da kann man am besten pushen. Und auch danach wirst du ja mit jedem gerankt, der die Liga erreicht. Also auch mit schlechteren Spielern, die es dann irgendwann in der Liga geschafft haben. Das wird dann anders sein, weil du dann nur noch gegen Leute spielst, die genauso gut sind wie du. Dadurch wirst du dementsprechend auch öfter verlieren und deine Trophäen halten sich in Waage. Wenn du Trophäen pushen willst, musst du halt gegen gute Spieler gewinnen und kannst dich einfach Bots abfahren. So wie es aussieht, gibt es in China 7 verschiedene Ränge, welche dann nochmal in Unterränge eingeteilt werden, die man dann absorbieren muss, um den nächsten Rang aufzusteigen. Im Prinzip ist das also so wie bei den ganzen anderen Supercell-Spielen auch. Gold 1, 2 und 3, Silber 1, 2 und 3, Platin 1, 2 und 3 und so weiter und so fort. Bis man dann irgendwann den letzten Rang erreicht hat. Ich gehe davon aus, dass man für jeden Rang dann unterschiedlich viele Trophäen sammeln muss, sodass es halt von Bronze auf Silber einfacher ist, als irgendwann von Gold zu Diamond. Halten wir aber mal ganz kurz hier in dem Ranglistenmenü an. Da sieht man oben links, dass es wohl noch eine Trophäenunterteilung gibt zwischen 5 gegen 5 Modus und Solo Modus. Könnte also heißen, dass es entweder zwei verschiedene Leaderboards gibt, also ein 5 gegen 5 Leaderboard und ein Solo Leaderboard, oder dass es einfach nur zwei verschiedene Arten sind, wie man Trophäen sammelt, diese Trophäen dann am Ende zusammengerechnet werden und auf deinem Leaderboard gutgeschrieben sind. So, dass man also jeden Modus spielen müsste, um die maximale Anzahl an Trophäen zu erreichen. Bedeutet, du schöpfst den Solo-Modus komplett aus, merkst, du kommst da nicht mehr weiter, sammelst du weiter Trophäen, indem du dann 5 gegen 5 Modus spielst. Das könnte bei uns dann also bedeuten, weil wir wissen, dass der Duo-Modus kommt, dass du gezwungen bist, sowohl Solo als auch Duo mit einem Mate zu spielen. Und das fände ich wäre ein richtig geiles System. Das wäre dann so ein bisschen wie bei Brawl Stars nach dem Motto, du musst erst den einen Brawler hochspielen, merkst, du kommst nicht mehr weiter, spielst den anderen Brawler hoch, damit die Trophäen halt immer weiter steigen und zusammengerechnet werden.
fände ich cool, wenn sie das so umsetzen. Ich persönlich muss auf jeden Fall sagen, dass ich unfassbar gehypt vom Ranked-Modus bin, weil das endlich mal wieder was Neues ist, das bringt endlich wieder frischen Wind und ich finde es einfach gerade ziemlich langweilig, Trophäen zu grinden. Es ist wirklich lame, du spielst und spielst und spielst, kannst gar nicht verlieren, also selbst wenn du mal Zehnter bist, ist es ziemlich egal, dann werden dir ein paar Trophäen abgezogen, die holst du dann halt bald wieder raus und deswegen brauchen wir so ein Ranked-System. Und für Free-to-Play-Spieler, die vielleicht ihre Buster noch nicht so hoch haben und gerade neu anfangen, ist es dann auch fairer, weil sie dann halt nur gegen Leute spielen, die den gleichen Rang haben. Vorausgesetzt, sie ändern das so, dass du nicht erst die Squad-Liga erreichen musst, weil das wäre Bullshit. Also wenn das so bleibt, dann wäre der Ranked-Modus echt schwierig, zumindest für neue Spieler. Die einzige Schwierigkeit, die ich in der ganzen Nummer sehe, ist, wenn Squad-Busters nicht mehr Spieler bekommen sollte, was wir natürlich nicht hoffen, dann sitzt du oben da und wartest 5 Minuten auf ein Match. Weil du kannst ja nur gegen Spieler spielen, die den gleichen Rang haben. Wenn du im höchsten Rang bist oder in einem der höchsten Ränge, musst du dementsprechend auch warten, bis 9 andere Spieler, die den gleichen Rang haben, auch gerade ein Match suchen und das kann halt ewig dauern. Weil so Ranked-Modi, da kannst du ja nicht einfach mit Bots ausfüllen. Das funktioniert ja nicht, weil dann hast du ja das gleiche wie jetzt auch. Was meint ihr? Ist so ein Ranked-Modus eine coole Sache oder glaubt ihr, das ist noch viel zu früh? Und wollt ihr, dass ich die chinesische Version von Squadbusters mit euch zusammen teste? Dann schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye. Euer Psy.